Mein Name ist Petra König. Ich arbeite beim Bauverein zu Lünen als Gartenlandschaftsgärtnerin und mein Aufgabengebiet ist Neugestaltung der Anlagen, Pflanzarbeiten, Pflege der Anlagen und alles, was sonst noch im Gartenbaubereich anfällt. Das ist mein Kollege, der Patrick Rundner. Mit dem fahre ich auch immer auf einem Fahrzeug. Und das andere ist der Matthias Zaremba. Das ist unser Auszubildender im zweiten Lehrjahr. Und wir wollen heute hier die Anlage neu gestalten, haben Pflanzen mitgebracht. Eigentlich guckt man sich die Pflanzen immer an, wie rum man die ins Beet stellt. Jede Pflanze, sagt man, hat ein Gesicht, dass man jetzt nicht zum Beispiel, wenn man jetzt diese langen Triebe hat, dass man die nach vorne setzt und die kurzen sind dann nach hinten, sondern immer andersrum, dass das so eine Abstufung nach hinten ist. Und zum Beispiel bei diesem Wetter, heute ist ja extrem warm, dass man hinterher auch halt gut angießt, dass auch wirklich alles wächst und gedeiht. Erstmal die etwas größeren Pflanzen ausgestellt, quasi als Leitgehölz. Pflanzen die jetzt erstmal ein, damit wir schon mal eine grobe Einteilung haben. Bei den Azaleen muss man dann so ein bisschen Pflanzerde noch mit beifüllen, weil die halt gerne einen humosen Boden haben und den Pflanzballen damit anfüllen. Und wenn wir das alles drin haben jetzt, dann nehmen wir die kleineren Sachen zur Unterpflanzung, die wir gleich dann ausstellen. Und dann setzt man das halt immer schön auf Lücke, damit dann halt auch alles schön zuwächst und nicht so in einer Reihe Gewehr bei Fuß.